Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Oh, hier hätte man sich auch aufbauen können. Was ist das denn? Genosse Teddy mit einer Leiche und Bierflaschen. Alles klar, ich weiß Bescheid. Werde ich das überleben mit der Powerrüstung? Höchstwahrscheinlich, ne? Ja, da verliert man kaum Leben. Ich hätte mir vielleicht Fusionskerne mitnehmen sollen, ne? Na, was soll's. Ah, war klar, dass man von hinten nicht rein kann. Bist du ein Beleidigungsbot? Nee. Warnung! Protektrons beim Red Rocket Gebäude entdeckt. Bitte die Alarme auf dem Wartungsterminal überprüfen. Eine Nichtbefolgung kann die sofortige Kündigung nach sich ziehen. Warum ist das böse, ein Protektron hier zu haben? Komm! Ich habe Besseres zu tun, als hier irgendwelche Schlösser zu knacken. Ach. Mit Taschen. Ich habe mich um ihn gekümmert. Bist du jetzt glücklich? Okay. Ich habe übrigens vergessen, meine Sachen zu reparieren. Aber wir wollen ja eh gleich schnell reisen, von daher passt das schon. Ist halt nur ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier Munition verwenden muss. Okay, was geht denn hier ab? Service Terminal. Alarme. Red Rocket Protectrons wurden in der Umgebung entdeckt. Automatischer Rückruf aufgrund von beschädigter Hardware fehlgeschlagen. Proprietäre Protectrons beim Red Rocket Gebäude entdeckt. Bitte die Alarme auf dem Wartungsterminal überprüfen. Eine Nichtbefolgung kann die sofortige Kündigung nach sich ziehen. Es ist eine tägliche Quest. Red Rocket Kern. Der Red Rocket Kern ist eine spezielle Hardware für Protectrons des Red Rocket Kundendienstes. Hierbei handelt es sich um firmeneigene Technologie, die unter allen Umständen erhalten werden muss. Schäden an Kernen werden vom Gehalt abgezogen. Jeder Versuch, Daten von diesen Kernen abzurufen oder weiterzugeben, führt zu fristlosen Kündigungen und Anzeige. Alles klar. Einen haben wir ja gerade schon erschossen. Oder auch nicht. Ach, das sind die Löcher, oder? Ja, hier ist irgendwo ein Supermutant. Ich hab dich schon gehört. Komm einfach hier, wenn du aufs Maul willst, da. Upp, upp. Level 10 ist immer schön. Ja, wir haben übrigens Double XP-Wochenende, ne? Das heißt ja so viel, dass wir hier richtig Stuff bekommen. Muss gleich mal darauf achten, wenn wir einen Gegner töten. Das hört sich, nach einer Kakerlake an. Finde die verschwundenen Protectrons und bringe ihre Energiekerne zurück. Oh, eine Honigbestie. Nee, Majolop, legendär. Hat er mich schon gesehen? Ja, scheiße. Er ist natürlich ein bisschen kacke, dass jetzt meine Waffen kaputt sind, ne? Hast du... Nimmst du keinen Schaden? Wie, du kannst Türen öffnen? Womit öffnest du denn Türen? Oh Gott, wieso verliere ich so viel Leben? Heilige Macarena. Zeit für unsere Geheimwaffe. Hätte ich doch nur meine Sachen repariert. Das ist meine eigene Lagerkiste. Was auch immer die da macht. Ach ja, ist eine Red Rocket Raststätte, ne? Wurde mir erklärt. Hier sind ja ab und zu mal solche Dinger. Stahlschrott. Wo sind denn diese Kerne? Verbrannt auch noch. Lecker Schmecker. Matzofatz. Oh Gott, haben die mich gesehen? Die haben mich gesehen. Ich bin so tot, wenn mich einer nur anguckt.
Oh oh. Ihre Schüsse. Bitte sei ein Supermutant. Wenn das ein Spieler ist, dann werde ich den als allererstes abknallen. Verzieh dich! Speer, rasend. Okay. Dann werden wir die Eisenader. So, wer hat hier geschossen? Wir verstecken uns mal ganz kurz hier. Und gucken uns den Speer an. Achso, ja, wegen meiner Waffe. Erhöht Schaden für jeden weiteren Treffer am selben Ziel. Ein Speer, auch noch nicht gesehen, aber cool. Aber leider Stufe 15. Schade, schade, schade. Okay. Hören wir uns den anderen Majolok-Dingenskirchensjäger. Ich glaube, es war ein Jäger, ne? ...174 Erfahrung. Das ist viel, ja. Das ist das Verbrannten-Signal, oder? Dann dürfte es ja kein anderer Spieler sein. Werkstatt, achso. Was kriege ich denn hier? Essen, Wasser, Aluminium, Nuklear, Stahl, Müll, ja. Aber kein Blei oder so, ne? Oh. Schön ins Füßchen. Wie, du lebst noch? Wieso lebt der denn? Ich wollte gerade sagen. Okay, wir müssen uns hier auch verziehen, leider. Ich würde glatt schon behaupten, wir können uns eigentlich nach Hause teleportieren. Hey, Kollege. Da Sachen reparieren, wenn ich dieses Mal daran denke. Und dann gehen wir da oben hin. Weil so eine tägliche zu machen ist gar nicht mehr so schlecht. Ich möchte diese Woche ehrlich gesagt auch weniger auf die Main Quest gehen. Ich möchte einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen hier und da was machen. So. Eigentlich müsste ich als allererstes Ziel die Werkstatt da unten nehmen, ne? Wir haben ja Zeit, dieses Nuklearding jetzt gegen uns zu machen. Aber nach Hause möchte ich trotzdem. Ja, war hier nicht irgendwo eine Werkstatt? Was auch immer das war. Also eine richtige Werkstatt, nicht der Scheiß. Hier. Oder? Hier war doch irgendwo ein Werkstand. Ich hätte schwören können. Ja gut, dann legen wir halt irgendwas ab. Hier, Räderbrustteil, tschüss. Mit Taschen, tschüss. Bringst mir sowieso nicht viel. Okay, reisen wir kurz mal nach Hause. Ein Gewicht, du willst mich doch verarschen. Das ist doch jetzt hier Mobbing. Ja, dann ziehe ich mir halt ein bisschen was zu essen und was zu trinken rein. Und dann dürften wir das haben. Yeah. Oh!
Trinke alkoholische Getränke, nachdem du mindestens Stufe 21 erreicht hast. Ich bin volljährig. Yeah. Oh. So, jetzt kann ich aber, ne? Ja. Sehr schön. Sobald wir aber gleich in der Stadt sind, müssen wir richtig gut aufpassen, weil da laufen, glaube ich, die meisten Leute rum. Ich würde ehrlich gesagt mich sehr, sehr gerne einmal kurz ausloggen, um zu gucken, ob mein Zuhause auch so wirklich bleibt, wie es ist. Und ich muss noch eine andere Sache platzieren. Das wird das Ding, jetzt gehe ich ins. Erstmal, wie gesagt, nur provisorisch alles, damit wir die Sachen erstmal benutzen können. Ich kann höchstwahrscheinlich nicht sehr viel einlagen, ne? Das Gleisgewehr, das kann eigentlich weg. Ja, du kannst mittlerweile eigentlich auch weg, so. Oh, ich habe keinen Schrott mehr. Na gut, So, ich wollte reparieren. Hä? Was? Ich gehe an jede einzelne Werkstatt, außer an die, die ich muss. Aber ich muss erstmal die... Erstmal alles Überschüssige muss weg. Hier, 10mm Pistole, Brandaxt, Gleisgewehr. Verlängerter Lauf fürs Gleisgewehr. Granatwerfer, Jagdgewehr. Hier, Kampfgewehr, Sturmgewehr, Jagdgewehr. So, das ist doch das, was ich zusammengebaut habe, oder? 130 Schaden, 170 Schaden. Achso, klar. Ach, Stufe 10, weg mit dir. Jetzt auch weg. Und der Brutalo kann hier auch weg. So, die Metallrüstung kann weg und das hier kann weg. Ja. Kurz den Schrott abladen. Sachen reparieren jetzt. Ich habe eine Menge Spaß hier. Also, du musst nicht repariert werden, weil dich benutze ich nicht mehr so häufig wie früher. Gatling-Laser ist halt schon geil. Du musst repariert werden. Dich lege ich ab. Und dich verkaufe ich. Und du musst repariert werden. Okay, das waren meine wichtigsten Sachen, ne? Alles klar. Dann möchte ich gerne loswerden. Wieso habe ich den Daisy Cutter eigentlich noch dabei? Zum Glück wiegt der sehr wenig. Einspruch, der kann weg. Auch Versteck ist voll. Wie viel wiegst du denn? 26, holy shit. Warte, ich verkaufe ich sowieso. Den Speer, ja, den kann ich eigentlich auch verkaufen. Mehr habe ich hier nicht, gut. Alles klar, dann muss das jetzt erstmal reichen. Ich möchte gerne meine Powerrüstung wieder haben. Okay, Leute, auf geht's in ein Abenteuer. Mal gucken, wie lange wir die Werkstatt halten können. Können wir zur Werkstatt dann reisen? Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Können wir da jetzt hinreisen? Nee. Was ist denn da in der Nähe für ein Bahnhof? Der hier unten ist in der Nähe. Und der hier ist in der Nähe. Gut, aber wir reisen erstmal, um Geld zu sparen, zu Volt 76. Vielleicht sehen wir da jemand anderen auch. Ich meine, das Kritischste an der Aktion, die wir jetzt machen, ist, dass wir einfach nur in der Nähe eines Bahnhofs sind. Wenn wir in der Nähe eines Bahnhofs sind, könnten da auch andere Spieler rumwuseln. Das ist jetzt eigentlich das Kritischste. Und auch Volt 76 ist eigentlich der Punkt, wo am meisten Leute rumlaufen können. Weil es ja auch gratis ist, hierher zu kommen. Okay, du bist nun Befreier, alles klar. Gut, von hier aus geht es dann... Wieso ist hier eigentlich kein Bahnhof? Das hier wäre doch der perfekte Spot für einen Bahnhof. Hütte am See. Utiniki Otri Valki. Bin ich hier bei irgendwelchen Russen gelandet? Ah,
Der Typ ist gerade da, weil Verteidigung. Oh. Vielleicht sollten wir da mal vorbeischauen. Ja, wenn da jetzt gerade ein Event ist, der muss ja auch selber nochmal hinlaufen, ne? Wenn da jetzt ein Event ist. Das heißt, wir könnten ihn auf dem Weg treffen, vielleicht sogar auch schon hier. Alles klar, wir sind sicher. Okay. Ich glaube, hier konnte man handeln, ne? Dann verkaufen wir erstmal ein paar Sachen. Ich dachte, da steht jetzt jemand. Bitte beachten. Möchte gern lang Finger werden. So, Priolator, tschüss. Finger bestraft. Der Speer, tschüss. Na komm, die ganze Scheiße können wir auch verkaufen. Der Verkäufer haftet nicht für. Wenn du ausgeschaltet bist, hältst du pro Minute. Nee, brauchen wir nicht. Laden durch Roboter, brauche ich auch nicht. Oh, sammle 100 Kronkorken. Lady und schon haben wir 100 Kronkorken zusammen. Automatische Schlüsselkarte haben wir immer noch. Das ist gut, dass wir die beiden haben. Dass die nicht verschwindet. Okay. Gucken, ob das Event noch da ist und dann laufen wir dahin. Das Event ist schon weg. Ah, nicht im Besitz. Er ist nicht hingegangen. Okay, dann wird unser Markierung platzieren da. Und wird unser neues Ziel da hinten sein. Gucken, vielleicht treffen wir unterwegs irgendjemanden, den wir sehen, bevor er uns sieht. Das einzige Problem ist halt, dass ich hier wirklich wie in so ein leuchtender Punkt auf der Karte rumlaufe mit meiner Rüstung. Auch Camouflage. Da gibt es bestimmt ein paar Skins für, oder? Powerrüstung. Das ist komplett für Powerrüstung, ne? Das ist jetzt nicht auf irgendeine Powerrüstung fixiert. Dann würde ich mir die Tarnmuster kaufen. Und dann tarne ich meine Rüstung. Wieso ist das ein bisschen zu auffällig? Und das gefällt mir auch nicht. Vielleicht ist da irgendwo ein Spieler in der Nähe, der die Dinger abschießen möchte. Ich frage mich, ob wirklich hier Spieler rumlaufen, die ernsthaft spielen oder einfach nur rumlaufen und Leute suchen. Weil die Map ist ja auch riesig. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Leute hierher kommen, sich meinetwegen irgendwo hincampen, um Ressourcen zu sammeln. Weil leichter kannst du keine Ressourcen sammeln. Geht ja nicht. Was ist denn da jetzt? Achso, das ist die Quest. Genau. Guck mal, da ist einer beim Bahnhof. Könnte da hin. Aber ganz ehrlich, 21 Kronkorken gebe ich dafür jetzt nicht aus. Ich habe keine Kerne mitgenommen. Oh, ich bin so blöd. Oh nein, ich habe es vergessen. Ah, Seife. Kann ich das zu Kernen machen? Plastikmesser. Der wollte sich aus der Seife bestimmt irgendwas schnitzen. Hat sich sehr intelligent gefühlt. Ich schnitz mir Waffen aus Seife. Dann töte ich. Ach, du bist... Das wäre ein anderer Spieler. Ich hab gedacht, so ein kleiner, der hat doch Laser, oder nicht? Und ja, der hatte Laser. Hab ich mich erschrocken. Hier komplett paranoid in der Ecke.
Ach, es sind nur Supermutanten. Ich sehe hier überall Leute, die rumlaufen und dann sind das nur irgendwelche komischen Kackviecher. Ich hoffe, dass dahinter ist auch ein Supermutant. Mach kein Scheißspiel. Ich hab keinen Schaden bekommen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Charakter einfach stolpert. Und ich deswegen Schaden bekomme. Und gerade hier im Überlebensmodus ist das ziemlich kacke. Wenn man stolpert, kurz Schaden bekommt, denkt man, dann wirst du gleich angegriffen. Da ist ein Bahnhof. Ich glaube, auf den wird da hinten geschossen. Bin mir aber nicht so sicher. Hörte sich sehr verdächtig an, weil ich höre auf meinen Kopfhörern ja ein bisschen mehr als ihr. Ich glaube, auf die wird geschossen. Aber gehen wir erstmal zum Bahnhof, der ist erstmal wichtiger. Habe ich den genau markiert? Bin ich ein Profi? Ich bin Profi, Jungs. Ich markiere Bahnhöfe aus dem Nichts. Dass überall diese Viecher sein müssen. Die irritieren mich nur. Okay, ein neuer Bahnhof. Sehr schön. Ich höre Schüsse, definitiv. Also irgendwo, irgendwer ist da hinten. Hallo Bahnhof? Danke, geht doch. Verkäufer. Hast du ihn umgebracht oder was? Der Roboter bringt einfach irgendwelche Menschen um, um deren Platz einzunehmen. Roboter bringen Menschen, um deren Plätze einzunehmen. Ist gar nicht gut. Ich habe auf Start gedrückt. So. Eingefordert von Julski. Oh. Event starte neu. Julski ist da. Habt ihr das gehört? Das Monster von Grafton, das schnappe ich mir. Aber hinter wem ist er her? Das ist hier die Frage. Wird auf ihn geschossen? Nein. Holen wir uns kurz den Loot. Aber da hinten wird eindeutig geschossen. Okay, jetzt ist hier die Frage, aus der Power-Rüstung aussteigen oder nicht? Weil die Waffe, die wir jetzt haben, macht ja nicht genug Schaden, ne? Ja, definitiv. Wir sind halt nur ein bisschen auffällig an der Power-Rüstung, wenn da jetzt so ein riesen Klotz da durch die Gegend schleicht, oh. Okay, komm, wir töten ihn einfach. Einfach so aus dem Nichts heraus. Wieso kann ich dich nicht töten? Ist hier eine Safe Zone? Ich kann ihn nicht töten. Ach, wir sind hier zusammen. Oh. Und ich freue mich. Und ich freue mich.
Und ich freue mich so. Ach Gott. Okay, Julski, aufgepasst. Ihr macht ganz viel Bang Bang. Guckst du Bang Bang? Ach man. Kann ich mir seine Werkstatt holen? Vertibert Signalgranate. Okay. Och Mann, ich war so gehypt. Ich war so. Ach, das Ding war ja da oben irgendwo, ne? Glaube ich zumindest. Fusionskernprozessor. Ah, da kriegt man die also her. Ich verstehe. Was ist hier drin? Ich kann ja hier alles nehmen, was ich möchte, ne? Ist ja hier so Hardcore-Modus. Oh. Das ist meins. Was ich natürlich auch machen könnte, ist mich bestimmt verstecken und dann einzeln immer alles einsammeln, oder? Hau! Ich weiß gar nicht, wieso ich dem überhaupt helfe. Oh, höhere Stufe. Nice. Komm mal hier, mein kleiner Freund. Hier. Das ist für dich. Das habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Es hört auf die Vertibirds zu schießen. Das triggert sie doch nur. So, ich will zumindest wissen. Jetzt weg mit euch. Wo die Werkbank ist davon. Das ist halt das Wichtige. Vielleicht da oben? Oh, Leute, geht weg. Ihr seid nervig und stressig. So, ist schon ein bisschen ruhiger. Das gefällt mir doch. Wo finde ich jetzt das Ding ins Kirchens? Ich will ihm die Werkstatt klauen. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Oh, hier ist ein Vertibird abgestürzt. Hm. Okay, hier ist das Ding nicht drin. Man muss zuerst das Event machen und dann die Werkstatt einnehmen, oder? War das nicht so? Ich glaube schon. Müssen wir irgendwelches Zeug reparieren. Wo ist denn die Werkbank? Nehme ich, aber... Wieso? Nee. Naja, gut. Gesundheit. Eingefordert. Also er ist schon eingefordert. Ich würde ihn halt sehr gerne umbringen. Oh, guck mal, das ist Platz 3. Den gucken wir doch mal, dass wir einfach mal zu Platz 3 laufen und dem mal ein paar Mal aufs Maul hauen. Weil ich finde jetzt hier die Werkstatt nicht.
Ja, aber die muss doch hier irgendwo sein. Also hier ist doch das Symbol. Ja, ich stehe doch jetzt drauf, oder? Ach! Och, guck mal, ich kann hier meinen ganzen Schrott einladen. Einfordern. Möchtest du 30 Kurz, um die Werkstatt zu beanspruchen? Dies könnte zu einem PV. Okay. Ich glaube, jetzt muss ich ihn töten. Verdammt, ich hätte zuerst gucken sollen, wo er ist. Versteckt mich neben seinem Geschütz. Wo ist denn der Julski? Hey, Julski Pulski. Komm her. Ja, ich ärgere mich jetzt, dass ich nicht geguckt habe, wo er ist. Ja gut, kann man noch nicht ahnen, ne? Julski? Ich höre ihn noch nicht schießen. Ich hätte nicht so viele Leute umbringen sollen. Der war hier an der Ecke irgendwo, ne? Wo ist die 3? Kommt er jetzt her? Nein. Vor allem, wenn man hier jetzt im Überlebensmodus ist und so ein Ding einfach anfechtet, da kann der andere nichts machen, wenn er sehr weit entfernt ist. Eigentlich müsste ich hier die ganze Zeit dann rumhängen. Aha. Okay. Und jetzt? Versorge Fusionskernprozessor mit Strom. Hof des Poseidon. Soll ich da jetzt einen Energiekern reintun? Fusionskernprozessor. Ich dachte, ich produziere hier Fusionskerne. Es ist jetzt ein bisschen schwammig, das Ganze. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal das Event, obwohl das Event hat mit dem auch zu tun, oder? Nee, das ist Sonstiges. Einfache Reparaturen. Okay, wir gehen mal zum Kühlsystem. Vielleicht finden wir Julski Pulski da. Wie repariere ich den Scheiß jetzt? Das ist alles für mich noch Neuland, ihr merkt das. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Oh, hätte ich das Ganze mit dem Anfechten und so weiter vorher gewusst. Es ärgert mich gerade halt richtig. Ah. Sehr schön. Und wie komme ich da jetzt an? Ich glaube, da muss ich rauf, ne? So, dann kümmern wir uns mal um unser Kraftwerk. Also Fusionskerne zu bekommen, ist anscheinend nicht ganz so einfach. Wie so ein Hase. Kann ich eigentlich laufen oder falle ich runter? Falle ich voll runter. Okay, nur noch zu den da hinten. Und dem hier. So.
Das war's noch nicht. Was denn noch? Nee, ich wollte springen. Es ging nicht. Okay, wir müssen jetzt anscheinend reingehen und da irgendwie das Kühlsystem noch reparieren. Irgendwie so ähnlich. Wir gucken mal, was passiert. Höchstwahrscheinlich gehen wir da jetzt rein. Da ist radioaktive Strahlung. Wir sind tot. Das kann ich mir vorstellen. Aber wir haben ja unseren Anzug dabei. Von daher kann das ja noch gut werden. Nein, du bist kein Kopfloser, oder? Ach, weißt du was? Ich hole mal einen 10 mm raus. Ich glaube, das ist am besten hier. So, gib mir deine Munition. Dankeschön. Oh, das sieht kritisch aus. Exit. Hä? Wieso bin ich denn hier reingegangen? Ach, deswegen bin ich hier reingegangen. Na gut, dann machen wir es hier nochmal kurz. Ich sehe hier keine mehr. Naja. Gehen wir hier rein und dann gucken wir mal. Ich brauche Fusionskern. Ich hoffe, dass der nicht mit Fusionskern funktioniert, sonst haben wir ein kleines Problem. Dann muss ich mein Fusionskern, was ich jetzt noch drin habe, rausnehmen, um neue Fusionskerne herzustellen. Also hört sich falsch an. Auf welchem Platz bin ich mittlerweile? 6. Oh Gott, die werden bald kommen. Die werden bald hier sein. Ist es das, was ich machen soll? Ich weiß es nicht. Wenn es das ist, was ich machen soll, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Wenn nicht, dann ist es kacke. So, ich würde sagen, dann gehe ich jetzt mal zum Reaktorsystem. Hier finde ich anscheinend nichts mehr. Oh, ich laufe hier nochmal ganz kurz so durch und guck. Ah, das hört sich doch gut an. Hier ist irgendwas. Über mir. Aha. Reaktor. Wollen wir da rein? Ich glaube eher nicht. Wobei, repariere Poseidon Energy, nimm einfach Reparaturen am Reaktorsystem. Okay, versuchen wir es einfach mal. Wünscht mir Glück, dass das alles funktioniert. Weil ich glaube, am Anfang bin ich ja hier schon mal lang gelaufen. Und dann sind wir durch eine Tür gegangen und sind da... Ja, alles klar, danke. Sind da verreckt durch die Strahlung. Oder nahezu verreckt. Irgendwas war da. In meiner Erinnerung. So, 2 Wörter. 3 Wörter meine ich. Easy. Ach, guck mal. Ah, gut. Perfekt. Hier ist richtig Radioaktivität am Start. Nicht viel. Ich habe keine Rüstung, Junge. Oh, ab. Und wo schießen die? Was? Nein. Toll, jetzt haben sie alle ein Leben. Egal, gehen wir einfach weiter. Nicht viel. Jetzt. Au. Die hat man auch ins Gehirn geschissen, Junge, ne? So. Okay, jetzt habe ich auch eine Aufgabe bekommen, wo ich hingehen kann. Huch. Was ist denn das hier? Ach, beschädigter Chemikalienanzug. Nice. Das ist ein neuer. Meiner ist besser. Nicht schlecht. So, gut, dass wir den Prototypen haben. Der ist, glaube ich, am besten. Die Kontamination.
Okay, wir können jetzt wieder so ein paar Rüstung anziehen. So, Kontrollraum. Da bin ich, Jungs. Hallo. Der hat doch nichts drauf, geht weg. Kann hier einfach im Feuer stehen, weißt du, nichts passiert. Ach, so gefällt mir das. Ich bin einfach unsterblich. Also weg mit euch. So, gib mir meine Munition wieder. Lose Federung. Okay. Kraftwerk wieder hochfahren. Poseidon Energy Kraftwerk WV-06 ist nun in Betrieb. Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls wird beendet. Alle Wartungsverträge wurden aufgelöst. Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt. Okay. Das Problem, was ich jetzt noch gerade sehe, ist, dass wir aus der Powerrüstung rausgehen müssen, weil der Kern gleich leer ist. Okay, versuchen wir mal, das Ganze zu starten. Aber ich würde behaupten, das verschieben wir dann in die nächste Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.